Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Let's Gold. Wir sind beim letzten Mal hier in Saffronia City angekommen, haben den Orden von Orana City im letzten Part auch noch eingesackt, die geile Scheiße. Und ja, gucken wir uns jetzt erstmal hier in diesem Magnetzug-Haus um, dieser Bahnhof. Moin. Oh nein, so ein Schlamassel. Im Kraftwerk ist eine Maschine ausgefallen und jetzt haben wir keinen Strom mehr. Nein, warum dann? Gibt es dort blinkende Elektrolichter? Keiner weiß es. Der Magnetzug ist das Zeug, aus dem Träume gemacht sind. Als Treibstoff braucht er nur Strom und Magnetkraft. Ohne Strom ist er allerdings nicht viel mehr als eine langweilige Metallkiste. Ja. Hi, hast du einen Fahrschein? Ich habe einen. Jeder in Saffronia hat einen, um damit den Magnetzug benutzen zu können. Tja, willst du jetzt sagen, ich habe keinen und willst jetzt damit angeben und willst mich jetzt auslachen oder was? Du Arsch. Bevor der Bahnhof des Magnetzugs gebaut wurde, stand hier ein Haus. Darin lebte ein kleines Mädchen, das alle Leute die Nachahmerin nannten. Wohnt die jetzt nicht in... Warte mal, ist die nicht... Stimmt! Das heißt, das ist so ein bisschen storymäßig, ja, das heißt, diese Region hier spielt in der Zukunft, aber das ist auch logisch, weil... Ne, die Story in Pokémon Gold und so begann auch erst, nachdem Team Rocket von Blau, Rot, Ash, keine Ahnung, wie auch immer man den nennen soll, in die Flucht geschlagen wurde. Aber haben wir im letzten Part nicht die Nachahmerin gesehen? War die nicht irgendwo? War die nicht in Orania City? Keine Ahnung. Ist auch egal. Tut ja auch nicht so viel zur Sache. Über unsere Stadt wurde mal im Radio berichtet. Ich freue mich zwar über das Lob für meine Heimatstadt, aber es ist mir auch ein wenig peinlich, ne? Ja. Saffronia City, die strahlende Stadt im Licht. Oh. Schöne Sache. Ich sollte vielleicht mal das Itemradar anmachen, wie wär's? Ich vergesse es immer wieder. So, ich glaube, das hier ist wieder das Dojo. Und rechts daneben ist die Pokémon-Arena. Als ich die Pokémon-Arena betreten habe, war ich wild entschlossen, mir ein paar fremde Trainer vorzuknöpfen. Aber ich musste mir ausgerechnet diese verlassene Arena dafür aussuchen. Mann, ist mir das peinlich. Verlassene Arena? What? Nom, nom, nom. Der Direktor des Kraftwerks soll früher mal in einer kleinen Fabrik Maschinen repariert haben. Nom, nom. Es von so einem Job bis zum Direktor dieses großen Kraftwerks zu schaffen, ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Nom, nom, nom. Ein Mordskeller-Typ. Jetzt bin ich satt. Nom, nom, nom. Läuft bei dir. So. Da haben wir ein Paket. Ich denke, wir werden in diesem Part sogar schon... Ja, was? Okay. Der Typ hat uns mehrere Items hintereinander gegeben. Okay. Läuft. Ich will stärker werden, aber so klappt es nicht richtig. Könntest du mir nicht ein paar Tricks und Kniffe zeigen, Mann? Nein. In Lavandia gibt es einen großen Radioturm. Ah, haben sie da jetzt auch einen hingestellt? Bestimmt haben sie da anstelle dieses Pokémon-Friedhofs diesen Radioturm errichtet, Alter. Kann ich mir so vorstellen. Das macht ja auch noch Sinn. Nee. So. Was ich aber so storymäßig hier so ein bisschen dumm finde, ist, dass sie quasi diese ganzen Trainer aus der Kanto-Region, ja, die können die Orden nicht bekommen. Weil die Pokémon alle auf Level 50 oder aufwärts sind. Das ist total dumm. Ich find's richtig dumm gemacht. Das ist so ein bisschen unlogisch, Alter. Da fände ich es auch lieber so ein bisschen besser, wenn man sagen würde, okay, du kannst die Pokémon aus Johto nicht mitnehmen, du musst mit den Pokémon anfangen, die es hier in dieser Region gibt und quasi wieder von Null beginnen. Heißt, dass wir jetzt, weiß nicht, in Alabastia starten und von da aus dann uns wieder vorkämpfen. Genau wie in Pokémon Gelb und so. Ne? In Virtania City gibt es ein Trainerhaus, wo sich Pokémon-Trainer... Ja, ich hab's schon im letzten Part gelesen. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Silphsco rein. Silphco, man. Wow. Die haben echt Geld. Hallo. Warte mal eben. Dieser Aufzug ist leider gerade nicht in Betrieb. Es scheint so, als gäbe es irgendwelche Probleme mit der Stromversorgung. Und deshalb fährt er auch nicht richtig. Aber da du extra hierher gekommen bist, um dir unsere Büros anzusehen, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Upgrade gefunden! Random irgendein Item geschenkt. Dankeschön. Das ist das neueste Produkt der Silphco. Das gibt es noch nirgendwo zu kaufen. Und du bist ein Wachmann ohne Relevanz und schenkst mir das einfach. Dankeschön. Willkommen im Bürogebäude der Silphco. Ach so, die Treppen gibt's hier gar nicht mehr. Ich kann ja auch gar nicht mit dem Aufzug fahren, ne?
Nee, geht nicht. Der Aufzug ist außer Betrieb. Warnung, Hochspannung. Bitte bleibe auf sicherer Distanz. Okay. Dann will ich mal wegrennen. Nee, ich find's aber total dumm. So ein bisschen von der Story her, dass man da sagt, okay. Ja. Die Pokémon-Trainer aus Johto kommen hier hin und da sind die Trainer alle schon auf Level 50. Und die ganzen anderen Trainer hier, die aus Kanto kommen, sind einfach gearscht. Weißt du, stellt euch mal so ein kleines Mädchen vor, die sich in Oralia City denkt, oh, ich möchte unbedingt Pokémon-Meisterin werden. Die wird doch zerrissen von Major Bob. Ganz ehrlich. Und Ash, ganz zu schweigen, stellt euch mal vor, Ash aus Alabasta würde jetzt nach Marmoria City kommen. Rocko hat bestimmt auch Level 60 Pokémon oder sowas. Die Pokémon da sind bestimmt auch Level 60. So Level 50 bis 60, kann ich mir so vorstellen. Voll dumm. Naja. Oh. Sieht nicht mehr so toll aus hier. Tag auch. Der Karate-Meister unseres ehrenwerten Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf eine Trainingsreise in eine der Höhlen von Johto aufgebrochen ist. Sieht auch ziemlich zerrissen aus, muss ich hier an der Stelle ganz mal klar sagen, ne? Das sieht ja nicht so ganz toll aus. Mit dem Dojo. Sah mal schöner aus. So, hey du, zukünftiger Champ. Einem Trainer deines Kalibers brauche ich sicher nicht erklären, wie man mit Psycho-Pokémon umgeht, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück. Danke. Hallo. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinen Körper strömt. Die Oma hat's drauf. Burn, baby, burn. Ja, ja. Okay. Psycho-Stahl, würde ich sagen, ne? Vielleicht ein Spukball? War das nicht effektiv auf Psycho? Nee, normal effektiv, okay. Gut, ich würde sagen, ich wechsle dann jetzt sofort zu Tornupto. Damit der ein bisschen Action machen kann. Nee, so fangen wir gar nicht an, meine Freunde. So fangen wir hier gar nicht an. Wenn uns die Trainer mit zwei Typern in den Arsch ficken will, ficken wir zurück, Mann. Oh. So sieht's nämlich aus, meine Freunde. Ja, keiner fickt uns, Mann. Keiner. So. Was hast du jetzt auf Lager? Hypno, okay. Exio raus, los! Okay, da würde ich mal sagen... Vorwarnung. Was? Sinkt die Konzentration von Käfergebrummen. Ist jetzt nicht mehr so stark wie eigentlich? Kleiner Drecksack. Wertewechsel, was bringt das denn? Tauscht Fähigkeit mit dem Gegner. Okay. Naja, ist auch egal. Wir haben Hypno gefickt. Das gibt uns sichere Erfahrungspunkte und deswegen würde ich sagen... Du bist stark. Viel zu stark. Da würde ich sagen, geht's weiter. Ich frage mich auch gerade, ob die, ob das Rätsel, die in dieser Arena genauso ist wie auch in Pokémon Blatt Grün und so. Das frage ich mich gerade. Übersinnliche Fähigkeiten kommen aus der Seele. Geh mal zum Seelenklempner, du Affe. Frederik, Alter. Immer diese Fredericks. Ist auch nicht normal. Okay. Würde ich sagen, Käfer gebrummen. So. Und dann würde ich sagen, ja. Dass Kadabra im One-Hit stirbt, war klar, weil Kadabra ist einfach nur schlecht. Da gibt es stärkere Pokémon, wie zum Beispiel Girafarig, Alter. Genau. Genau. Obwohl sie Level 47. Oh, oh, oh. Sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten, nicht zu sterben. Obwohl, auch das war total easy. Na dann.
Ich hoffe, dass wir so mindestens Level 50 werden, bevor wir gegen Sabrina kämpfen. Hieß sie so? Scheiße, von da kam ich doch. Ja, so dumm. Oh Mann, ich hoffe, ich bleibe nicht zu lange in der Arena, um das Rätsel zu lösen hier mit den scheiß Teleportern. Das wäre nämlich total scheiße. Ich hab sie deutlich vor mir. Ich kann in die Tiefen deiner Seele blicken. Immer diese alten Omas. Ihr seid gruselig, Mann. Ihr seid gruselig. Okay, da könnte ich einerseits mit Lilili angreifen, aber Käfergebrumm wird's, denke ich, auch erledigen. Besonders, da es nur ein Fleckmon ist, ne? Gut, war auch ein Volltreffer, aber ich frage mich gerade, ob es auch ohne einen Volltreffer One-Hit geworden wäre, aber ich glaube schon. Ist ja nur ein Fleckmon. Das Lamus, ja komm. Ich guck gleich mal sofort nach, ob ich ein AP Plus habe. Um hier meine AP von Käfergebrumm ein bisschen zu erhöhen. Es sei denn die AP von... Käfergebrumm ist überhaupt die stärkste Käferattacke in Sachen psychisch oder speziell. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, aber sonst so... Ich glaube nicht. Ich kenne zwar die Tiefen deiner Seele, aber verloren ist verloren. Mal schauen, ob ich eine AP Plus habe. Sehen wir mal nach. 20 Top-Schutze, Alter. Nee, sieht nicht so aus, als hätte ich eins. Ansonsten... Hab ich hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Vielleicht ja hier, das kann sein. Ah, 3 AP Plus, ja geile Scheiße. So. Käfergebrumm. Auf jeden Fall. Einmal auf jeden Fall, einmal geht immer klar. So. Gehen wir mal links lang, ja? Und wir sind schon da. Nee, danke. Wie easy, Alter. Es kann sein, dass ich da extrem Luck hatte, aber total easy eigentlich. Ne, aber das war's noch nicht mit allen Trainern. Da ist noch einer. Ne? Wollen wir ja nicht vergessen hier, die Scheiße. Das Karate-Dojo war nebenan früher die Pokémon-Arena der Stadt. Früher wann? Als es da schon stand, zu Pokémon-Gelb-Zeiten war es auch nur eine Dojo-Arena. Also... Who the hell cares, motherfucker? Geil, Alter. Wie wir einfach immer one-hitten. Ich weiß, unser Spezialangriff ist jetzt nicht so geil, aber ich hoffe einfach, dass mit dem Level-Up... Wow. Mit dem Level-Up zu Level... 50... so ein Plus 3 dabei ist bei Spezialangriff. Das wäre so richtig geil. So, sagt man, wird das sehr effektiv? Yes! Ich hatte kurz Bedenken, weil Owei auch vom Typ Käfer ist und Käfer auf Käfer vielleicht nicht so ganz geil ist, aber es ist... Ja, es reicht. Ja. Noch ein Owei. Okay. Die Hälfte haben wir schon wieder voll. Sehr schön. Aber ich muss euch sagen, ich weiß ein bisschen über die Arenenleiterin Bescheid. Heißt sie Sabrina? Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn sie Sabrina heißt... Ach, ist doch egal, ob sie heißt, wie sie nicht heißt. Ist vollkommen egal, es geht mir darum. Ich habe schon mal die Pokémon gesehen, die sie dabei hat. Da denke ich mir so, Alter. Fuck. Läuft bei dir. Besonders bei einem Pokémon habe ich besonders Schiss. Okay, ich denke, ich müsste gegen alle Trainer gekämpft haben, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, ich denke, wir drehen das hier nur im Kreis. Ich denke, ich habe alle Trainer besiegt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt los zu Sabrina. So. Ist aber wirklich sehr einfach gewesen, das Rätsel. Ob es jetzt genauso einfach ist wie im Vorgänger, ich habe keine Ahnung. Ich überlege, ob ich kurz ins Poké-Center gehen soll, aber...
Wisst ihr was? Mach ich auch. Komm, ich schneide euch das und wir sehen uns hier vor Sabrina oder wie sie auch immer heißt, wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich speichere eben mal kurz ein Ründchen und dann würde ich sagen, geht's ab gegen... Name unbekannt. Ich denke aber, sie heißt Sabrina. Ja. Wenn, ist doch egal, ey. Der Name ist so irrelevant. Ich wusste, dass du kommst. Ich hatte schon vor 3 Jahren eine Vision, die mir deine Ankunft ankündigte. Du hast es auf meinen Orden abgesehen. Kämpfe bereiten mir nur wenig Freude. Aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu überreichen, die sich als würdig erweisen. Wenn das also dein Wunsch ist, werde ich dir meine Psychokräfte zeigen, du Bitch. Uhuhuhu. Okay, versus Sabrina. Die alte Psychotante, wie man sieht. Ich bin Sabrina. Und sie hat einen Psyana am Start. Level 53 und das kann schon ordentlich auf die Kacke hauen. Wir kennen Psyana. Kann richtig gut auf die Fresse geben. Und sie steigt ihren Spezialangriff und ihre Spezialverteidigung. Ach du Kacke. Nicht geil. Ja, wie ich sehe, die wird einiges aushalten und ihr Spezialangriff und ihre Spezialverteidigung machen uns jetzt auch gleich auch noch zu schaffen. Ich sehe es kommen. Dann ist die Frage, auf wen kann ich ausweichen? Zur Not. 130 Spezialangriff. Ich würde sagen, ich kann auch direkt auf Lilili wechseln, weil Spezialverteidigung von Lilili ist vollkommen okay und Beast. Ja, komm. Wir wechseln auf Lilili. Mach eine Ampelleuchte. Dann gibt's auf die Fresse. Ja. Machen wir so. War klar, dass sie direkt mit der Psychokinese auf die Kacke haut. Aber das zieht scheiße viel ab. Das zieht scheiße viel ab. Du kleine, dreckige Fotze. So eine dreckige Hure. So eine verdammte, fette Schlampe, Alter. Ja, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts mehr machen, Großes. Ich kann auf Exio hoffen, dass Exio trifft oder... Keine Ahnung. Ich heile erstmal Lilili. Ich hätte vielleicht nicht im Kampf wechseln sollen oder so. Das wäre mal eine Option gewesen, oder? Ich denke schon. So mitten im Kampf zu wechseln ist sowieso recht dumm. Besonders weil man nicht weiß, wie die Initiative von diesem Scheißvieh ist. Jetzt pusht bestimmt nochmal Gedanken gut, wa? Boah, das wird so gefährlich. Und damit sind Khan Kobans Gedärme auf den Boden geklatscht. Durch die Psychokinese. Ja, hilft nichts, ne? Ich muss einen Käfergebro machen und hoffen, dass die Spezialverteidigung down geht, ne? Warum ist das Scheißvieh jetzt schneller als wir? Warum? Wieso? Ja, ich würde sagen, das war's, ne? Alles klar. Cool. Ja. Warum auch immer das Scheißvieh jetzt schneller ist als wir? Oder war es schon immer schneller als wir? Ich habe keine Ahnung. Wertewechsel, ja, was auch immer das bringt. Gucken, was das abzieht. Ist vollkommen in Ordnung. Ist mir egal. Ist mir so egal. Komm, Hauptsache wir überleben das. Komm, bitte. Da waren eben auch 20 KP übrig. Oh, korrekt. Erstes Drecksvieh down. Yes, Mann. Scheiß Drecksvieh. Ihr seht, ne? Psyana kann echt auf die Scheiße hauen. Aber richtig. So, Pantimos. Ja, Ho-Oh raus, ne? Ho-Oh raus. Beleber anschmeißen, Exio raus. Und so. Ho-Oh muss mal wieder seinen Arsch hinhalten. Man muss aber sagen, die Level, ey, krass. Heftig. Level 53. Und das Pokémon, was gleich kommt, das ist sowieso dann auch am schlimmsten. Müsst ihr gleich mal drauf achten. Das Pokémon, was gleich kommt, ne, das ist nicht mehr normal. Fuck, Alter. Ich hab schon richtig Angst davor, sag ich euch ganz ehrlich.
fuck, Alter. Gut, was wird das abziehen? Oh. Das könnte gefährlich werden für die anderen. Sag ich mal so, ne? Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt ein. Zwar zu, ich weiß nicht, Exi oder Lilili. Ich würde schon fast sagen Lilili, ne? Komm. Hält mehr aus als Exio. Es hält echt mehr aus als Exio. Sehr schön. Hat schön einen Zug verschwendet, sehr geil. Und schon wieder, dummer Idiot. So, was ziehst du ab? Ich weiß, Lichtschild ist an und... Ach du Scheiße. Gut. Fick dich doch, du Bastardmann. Das scheiß Lichtschild, ne? Ich hoffe, die Ampel leuchtet hat noch einen anderen Effekt. Schauen wir mal. Hat Lichtschild für... was ist Lichtschild? Ampelleuchte, hat die noch einen anderen Effekt? Die eventuell verwirrt. Boah, das wäre richtig geil, wenn wir Pantimos gleich noch verwirren würden. Boah, wäre das geil. Himikri. Er lernt Ampelleuchte, ja, bringt ja wenig. So, was mache ich jetzt? Ich könnte natürlich einen Donner machen. Ich versuch's mal. Ich meine, ich habe ja sonst nichts zu verlieren, ne? Aber erstmal gucken, dass Lilly das übersteht. Aha. Natürlich geht's daneben. Klar. Hm. Ja, ist egal. Geil. Spezialverteidigung down. Sehr schön. Ist immer, sowas ist immer richtig geil, finde ich. Naja, Volltreffer, Mann. Bam! Wichser. Woo! So. Da seht ihr es. Simsala in die Fresse. Ne? Direkt mal wieder hoch rausholen, Arschen halten und so. Ich bin ein legendäres Pokémon. Und ich muss meinen Arsch dafür hinhalten, damit ich die anderen Pokémon. Du Arsch. Komm mal runter. Ich habe von Anfang an gesagt, du kommst nicht ins Team rein als Teammitglied, sondern eher als ja, Boxsack. Ne? So. Gucken, was Simsala bereithält. Also, ne? Der Unterschied zwischen Kadabra und Simsala ist, dass Simsala nicht mehr scheiße ist. Reflektor. Aber er macht einen Reflektor an, okay. Also, ich sag mal so, die der Spezialangriff von Simsala ist, Alter, krass. Der ist krass. Ich hole erstmal Lilili raus und dann schauen wir mal, was wir so anrichten. Aber ich denke, der Spezialangriff, Alter, der ist einfach viel zu krass. Der wird enorm abziehen, ja. Hm. Wie schnell ist das Vieh? Sehr schnell. Energieball, was ist das denn? Was war das denn für eine Attacke? Lol. So, ja, Kiefergebrumm, ne? Es sei denn, das hier wird ein scheiß One-Hit. Wovon ich ausgehe, oder? Ich wette, es bleiben so. Es müssen doch so. Ja, ja. War mir klar, dass noch so ein paar KP übrig bleiben. Oh, sehr schön, Alter. Sehr schön. So. Jetzt ist so die Frage: Was mache ich jetzt? Ich werde sowieso nicht als Erster angreifen können, das heißt, ich werde sterben. Muss also Exio wiederbeleben. Oder ich wechsle zu Ho-Oh. Ja, komm. Dann muss ich Exio nicht sterben lassen, dann stirbt jetzt Ho-Oh dafür. Wenn ich Exio geheilt habe, natürlich, ne? Also, ich muss euch sagen, Kadabra ist von den Werten her so richtig scheiße. Das ist so richtig schlimm. Ich habe das Gefühl, es ist noch schlechter als Abra, aber... Kadabra ist echt scheiße in den Werten. Und Simsala, das haut dann echt auf die Kacke. Das ist quasi der Schwan, der aus dem hässlichen Entlein geworden ist. So kann man das gut darstellen, denke ich doch mal. Das ist ein guter Vergleich, finde ich. So. Jetzt
zu deiner Pflicht, Simsala, und bring eben mal schnell das schöne Ho-Oh um. Dankeschön. Oh, sowas habe ich nicht verdient. Ich bin ein scheiß legendäres Pokémon. Ja, ist okay. So, los, Käfer gebrummen. Es sei denn, das Scheißvieh macht jetzt einen Volltreffer. Das wäre so richtig scheiße. Oh mein Gott. So, wenn wir Glück haben, wird es ein One-Hit sein. Und wird Simsala komplett zerstören. Ah, Volltreffer, Mann. Geil. Yes. Sehr schön. Alles in allem ein sehr harter Kampf, aber... Jetzt verstehe ich. Ja. Diese Stärke in meiner Vision war so viel schwächlicher. Scheinbar kann ich nicht einmal die Zukunft vollständig vorhersehen. Aber gut, das ist der Sumpf worden. Du hast ihn dir verdient. Kaya hält den Sumpf worden! Dass du so stark sein würdest, konnte ich nicht vorhersehen. Das bedeutet, dass deine Stärke meine natürlichen und übernatürlichen Kräfte weit übertrifft. Hier, bei dir ist diese TM besser aufgehoben. Das ist bestimmt hier. Wie hieß die Attacke? Wie hieß sie? Nicht Psychokinese, die haben wir eben bekommen. Wertewechsel, genau. Sie tauscht die Fähigkeiten deines Pokémon mit denen deines Gegners. Du hast eine strahlende Zukunft. Irgendwann wird man dich mal als Champ aller Champs feiern. Ja. Bestimmt. Mit ein bisschen Glück bestimmt, ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich eben mal ein bisschen ab und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die nächsten Routen an. Also, ich glaube, die nächste müsste Prismana City sein. Weil nach Azura City kommen wir ja nicht, wegen dem Stromausfall oder so. Von daher gesehen, das war's. Haut rein. Ciao.